Hallo, 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 hier ist Elise wieder vom Account Zwergenschilde. Das heißt Kanal. Vom Account Zwergenschilde ist doch ganz egal. Hauptsache, ich habe deinen Namen gesagt, Zwergenschilde. Ja, wenn du das so sagst, dann ist das schon mal besser, als wenn du nicht sagst. Siehste, beschwer dich also nicht. So, mal gucken, was machen wir jetzt? Weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Moment, einmal gucken. Wolltest Stein einschmelzen? Ja, muss ich. Für? Ja, für die Mauer, die jetzt kommt. Ach so, ja. Wie auch immer, zeig ich mal. Das dauert noch. 34 sind jetzt drin. Moment. Moment, so muss das. So. 34 sind jetzt drin. Und die brauchen 20 Minuten. So. Ein kann wieder weg. Moment. Ein habe ich gesagt. So. Nee, doch nicht. Mist. So, jetzt schmilzt der Stein. Schmilzt der Stein schon mal. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nicht über die Tastatur laufen, Katze. Maul meine Katze nicht so an, du. Ja, wenn die über die Tastatur läuft, dann geht das nicht anders. Nachher macht sie alles weg und dann... Guck mal lieber nach, ob du die Aufnahme gestartet gekriegt hast. Moment. So, die Aufnahme läuft. Ja, gut. Gut gemacht. Ja. Hoffentlich hält die auch. Ja, wird sicher jetzt zeigen. So, was machst du jetzt? Erstmal leer. Erstmal immer leer machen. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige. So, erstmal hier die Klötzkes raus. Dann brauche ich die jetzt nicht. Die brauche ich nicht. Oh, du räumst ja ganz schön leer hier. Habe ich doch gesagt, erstmal alles leer machen. Du wolltest irgendwas abholen, ist das richtig? Ja, muss ich. Geht nicht anders. Ich habe da drüben ja schon so viel vorgearbeitet. Da will ich das erstmal holen. Hätte ich ja gerade in der Schule doch vorher Licht machen können. Ich habe doch 5 Fackeln dabei. Und du sagst wieder nichts. Ja, ich sag wieder nichts. Klar, wieder meine Schuld, ne? Ja, warte mal, ich muss erstmal gucken. Roseline hat dir wieder geschrieben. Momentchen, sag mal schnell. Also erst schreibt sie, dass die Horde am 7. Tag sparen. Es ist nicht mehr die Zeit, dass die 24 Uhr nur kommt, sondern die kommt, wann sie kommt, und dann ist die da. Ja, das habe ich gemerkt. Und du hast da wieder keine Info drüber gehabt. Wie kommt denn sowas? Ja. Und dann sagt sie noch, dass du für die Brücke kaum Zeit oder keine Zeit hattest, weil du die Krankenhausbesuche machen musstest. Die Zeit, die das brauchte, fehlte dir dann beim Brückenbau. Ja, da hat sie recht. Da hat sie recht, die Roseline. Wenn wir das richtig sehen, deswegen bist du auch so ganz so, die ganze Zeit so stickig und ist das nicht. Weil das deine Schuld ist. Ach, das ist wieder meine Schuld. Was ist denn wieder meine Schuld? Ja, dass ich gestorben bin. Ja klar, geht's auch noch dicker, du. Ja, ja. Ja, kann ich auch nicht dicker machen. Einmal bin ich in der Nacht gestorben und ich hätte gar nicht sterben müssen, wenn ich im Krankenhaus nicht vorbeigegangen wäre. So, und am Krankenhaus bin ich auch zweimal gestorben, das war auch deine Schuld. Ich war ja noch gar nicht bereit. Ja, und weiter? Ja, das heißt also, ich habe an keinem von meinen Toten Schuld, da ist alle du dran Schuld. Moment, dreimal in der Nacht und einmal, zweimal im Krankenhaus sind 5 und 6-mal bist du gestorben. Ja, 6. Mal waren die Fampins Schuld. Die Fun-Pims. Ja, die haben ja hinter mir immer Zombies sparen lassen. Und dann haben die Schuld, ja? Ja, dann haben die auch Schuld. Du hast überhaupt an gar keinem Tod Schuld. Nee, hab ich nicht. Ja, das war mir klar, du. Der Einzige, der schuld ist, bin ich und die Fun-Pims, dass du stirbst. Ja, genau so ist das. Und wenn man das ernst sieht, stimmt das auch. Du hast mich immer nur gehetzt hier. Immer nur gehetzt. Moment, was ist das denn? So,
Immer nur gehetzt hast du mich. Ich kann gar nichts machen. Ich konnte mich nicht vorbereiten, deinetwegen. Ich bin gestorben, deinetwegen. Und du stehst da und tust so, als wenn alles meine Schuld wäre. Ja klar, alles meine Schuld. Genauso stelle ich mir das vor. Ja, Wuselina hat das ja auch gesagt, du hast mir keine Zeit gelassen. Ja, und ihr Frauen haltet zusammen, oder wie? Ja, genau. So sieht das aus. Ich habe an keinem Tod Schuld und du bist schon zweimal mindestens gestorben bei deinem Spiel. Und ist ganz egal. Darf ich jetzt endlich zu dir Herzwert sagen? Nee, eigentlich nicht. Warum solltest du das dürfen? Ja, weil du ja auch jetzt unter Herzwerk spielst. Das gilt nicht für dich. Das will ich nicht. Was? Dass du Herzwerk sagst. Moment, ja, gut. Willst du nicht, willst nicht. War mir klar, dass du das nicht willst. Hab ich noch Bill? Hab ich ausgeräumt. Aber ist doch auch wahr. Immer hast du mich weggeschickt und ich konnte mich nicht vorbereiten und alles. Ja, und Wuselina hat dich doch auch irgendwie weggeschickt. Die hat gesagt, das wäre langweilig. Ja, das zählt nicht. Das zählt gar nicht. Also ich bin dagegen, dass ich nur Schuld habe. Ja, du kannst ja dagegen sein, wie viel willst. Tatsächlich ist, dass du Schuld hast. Wir haben jetzt Tag 9, ich habe nichts geschafft. Und alles nur deinetwegen, weil du immer hier hin und her und da, Krankenhaus und her dann bist. Ich ärgere dich gar nicht, ich stelle mir erstmal den Wecker. Ja klar, schon wieder Wecker stellen, ne? Ja sicher. Weil sonst findest du ja gar kein Ende. Die Zwergenschelte, so geht das nicht. Die Töne, die zählen alle nicht. Also gestorben ist gestorben. Wie das gekommen ist, ist ziemlich egal. Du warst tot und damit hat sich's. Nee. Soll ich nochmal gucken bei dir gleich, wie viel Leben du hast? Das weiß ich selber. Das sind... Moment. 73. Das bist du nur schon alleine schon. Ich hätte jetzt schon 150 Leben haben können. Mindestens. Ja, sicher. Du. Ja, so sieht das aus. Und genau so ist das wahr. Wie auch immer. Einer muss dir ja Schuld haben. Ja, und da bist du, der die Regie macht. Ja, ja, so sehe ich das aber nicht. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, du siehst das immer anders als wir Frauen. Das ist klar. Das machst du nur, um uns zu ärgern. Dann nimmst du heute jetzt die Bäume weg. Da muss ich noch gucken. Die sehen hier so gut aus, man kann das Haus kaum sehen. Ja, ja. Was wolltest du jetzt hier? Ja, Klamotten holen, Zwergenschelte. Klamotten holen. Was nimmst du denn wohl? So. Jetzt erstmal hier gucken. Die will ich haben. Die brauche ich gleich. Moment. Die will ich haben. Die will ich haben. Den will ich haben. Ich will jetzt erstmal ans Essen denken. Ein. Und noch ein Mais. Schon wieder ein Mais. Und ein paar Kartoffeln. Noch mehr Kartoffeln. Und Kaffee. Noch ein Mais. Moment, das Fleisch lasse ich noch. Die nehme ich noch mit. Wir haben noch mehr Kartoffeln, siehst du? Blaue Beeren. So. Die nehme ich auch mit, die pflanze ich gleich sofort. Wo, hier? Ja, natürlich hier. Hier habe ich ein Feld fertig. Ja, gut. So. So, ich will ja gleich. Hast du Benzin für das Ding? Nee, hab ich nicht. Muss ich mal gucken. Hauptsache, ich hab die schon mal mit. So, das andere ist einfaches Essen. Das kann ich mir gleich noch holen. Jetzt hier noch mal gucken. Ein in Blau ist nicht schlecht. Habe ich so ein Ding schon? Nee. Muss ich mir auch holen.
Ein Clownhammer! Die Bücher lasse ich noch. Ja klar, die Bücher lässt du noch. So, die habe ich auch. Da kann ich die noch mal kochen. Du hast ja gar kein Holz hier. Du hast ja gar kein Holz hier. Du musst mich jetzt nicht ärgern, Zwergenschelte. Ja, macht aber Spaß. Ja klar. Junge Frauen ärgern, das macht dir Spaß. So, die will ich auch haben. Junge Frauen ärgern, das ist alles, was du kannst. Ja, sicher. So. So. Und die mache ich mal eben das Feuer mit an. Guck. Da habe ich noch 15. Gut. 1. Moment, da muss noch was raus, glaube ich. Erstmal hier ein bisschen was raus tun und dann mache ich mir noch so ein Kistchen hier. 1. Denk da schon wieder an mit deinen Einsen. Lass mich mal machen, Zwergenschütze. Lass mich mal machen. So, jetzt habe ich noch so ein Kistchen hier. Erste-Hilfe-Kistchen, habt ihr das gesehen? Ja, jetzt hast du noch nicht mal Platz damit. Moment. So. Jetzt nochmal gucken. Die nehme ich mir auch mit. Und die esse ich sofort. Warum? Du bist doch gar nicht krank. Das macht nichts, aber jetzt kriege ich ganz viel Wellnesspunkte. Pass mal auf. So. Dann gehen wir erstmal raus hier. Ab nach hinten ein bisschen pflanzen nochmal hier. Warum pflanzt du hier und nicht bei dir am Feld? Ich habe noch gar kein Feld da. Weißt du doch, Zwergenschelte. Wie? Nochmal 32 von denen. Die sind da. Die sehe ich sofort aus hier. Was wolltest du eigentlich mit Blaubeeren? Blaubeerkuchen machen. Hast du keine Ahnung von Zwergenschilde? Ja, aber warum pflanzt du jetzt nicht einfach schon mal wieder Kaffee? Weil ich Kaffee bei mir haben will. Nicht hier. Am Arsch der Welt. Ja, ist ja gut. Was, Zwergenschilde, da müssen wir uns noch mal ganz in Ruhe drüber unterhalten, du. Ja, was? Wo drüber? Ja, dass du mich 6-mal sterben lassen. Nee, 5 höchstens. Komm mir nicht so, Zwergenschilde. Du hast Schuld, dass ich so oft gestorben bin. Du bist schuld, dass ich jetzt 6 Tode auf dem... Nee, dass die Zombies 6 Tode meine Tode auf dem Gewissen haben. Das haben gar nicht die Zombies auf dem Gewissen, das hast du auf dem Gewissen. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich bin jetzt wieder schuld, ne? Ja, klar. Hättest du mich nicht zum Krankenhaus geschickt, wäre ich nicht 2-mal gestorben. Hättest du mich, hätte ich die Brücke fertig gekriegt und da wäre ich nicht 3-mal gestorben. So sieht das aus. Und so ist das auch. Hat die Museline auch gesagt. Nee, die hat nicht gesagt, dass ich schuld habe. Doch, hat sie bestimmt. Da war doch was irgendwo, da ist der Regisseur schuld, oder? Hat sie so geschrieben, ja? Ja, das hast du auch noch verheimlicht jetzt, siehste? Sag ich doch, du hast Schuld. Du alleine bist schuld. Ich fühle mich aber irgendwie unschuldig. Du hast gesagt, du kannst spielen, anscheinend kannst du nicht spielen und jetzt stehst du da. Hast du nur noch 72 Leben und musst Tricks anwenden, so ganz unlautere. Was für unlautere Tricks denn? Ja, das zum Beispiel mit der Pille essen, dass du jetzt mehr, Wohlfühlpunkte meinst, generieren zu können. Das ist kein unlauterer Trick. Das ist ganz normales Spielgeschehen.
wenn ich hier mit 72 Punkten rumeiern muss, wegen dir, dann kann ich auch wenigstens zusehen, dass ich die Punkte so schnell wie möglich wieder nachkriege. Du kriegst auch so nach, du. Da ist doch auch wahr, Zwergenschelte. Immer bist du schuld an meinem Tun und dann leugnest du das auch noch. Ja, ich verstehe das nicht. Warum hab ich eigentlich immer Schuld? Ja, weil du so schlecht Regie führst, Zwergenschelte. Ein guter Regisseur wäre das nicht passiert, was dir da alles passiert ist. Ja, ein guter Regisseur nicht, klar. Siehste, sag ich doch. Davon auch einen mit. Plötzkes können wir noch nehmen. Ja, aber dann bist du voll, ne? Moment. Da wäre ja auch schon eine Mold gewesen, aber die habe ich jetzt. Könnt ihr auch nur einschmelzen, oder? Ja, was denn wohl? Ja, zum Beispiel die 23 Dingens da. Ja, das könntest du aber auch lassen. Ja, sicher. Ja, sicher, Zwergenschelte. Könnte ich auch lassen. Ist klar. Ist klar. Ja, so sehe ich das jedenfalls. Ich sehe das völlig anders. Ja, ist gut. Ich sehe auch nicht, dass ich schuld bin. Und du siehst das auch wieder völlig anders. Ja, ist auch so. Du hast Schuld und damit bleibt das. Damit ist das schon richtig. Ja, wenn du das sagst, wenn Giseline das sagt, dann muss das ja wohl stimmen. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Das wäre schön. Das wäre schön, Zwergenschelte, wenn du mal gar nichts mehr sagen würdest. Ja, klar. So, und was hast du jetzt noch vor? Ich guck mal eben im Auto und dann nehme ich die ganzen Bäume. Ach nee, ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ja, das sag ich dir doch schon die ganze Zeit, dass du keinen Platz mehr hast. So, ein anderes Auto gucken. Mann, was ist denn das immer? Ja, du musst nicht Tab und Shift-Taste zusammendrücken. Ja, sicher. Ja, sicher. Jetzt habe ich das wieder. Ja, hast du auch. Moment. 64, 64, 2. Habe ich die schon irgendwo? Nee, habe ich bei mir zu Hause. Na, da könnte ich doch noch die 13 Dings hier mitnehmen. Das ist 13 Dings. Animal Fett. Was wolltest du damit? Fackeln machen für meine Mine. Da muss ich heute Abend ganz schön schuften. Es sei denn, da schreibt irgendeiner, wir wollen dich unbedingt zu haben sehen, Guseline. Elise. Ansonsten, mache ich das einfach. Was machst du einfach? Ja, das, Graben. Ja gut, mach das mal einfach. Ich weiß nicht, ob da einer was gegen hat. Wo ist denn jetzt dein Fett? Weiß nicht. Weg! Sollen das? Ja, weg ist weg. Die habe ich noch einen frei. Ich habe ja schon da einen mitgenommen. Und wann nehme ich dafür mit? Weiß ich noch nicht. Moment. Eins, zwei, drei. Mist. So. Jetzt hast du zwei Frauen, weiß nicht, was du mitnehmen sollst. Doch! Pass mal auf! So! Moment! Da auch nicht! Wo sind denn die Holz? Wo? Wo waren das Holz? Ich weiß es nicht. Mensch, ich hab doch hier ganz viel Holz gehabt! Alles gut, nehme ich die erstmal mit! Und dann auch die! Nee, die nicht! Die. Und die auch. So. Wenn sich kaputt kloppen bei mir. Die Hände kaputt machen. So, jetzt hau ich ab hier. Und dann haben wir schon wieder die Hälfte Zeit rum, oder wie? Ja klar, du hast hier so viel Zeit gelassen bei deiner Hin- und Hergennerei. Das war nicht schön und deswegen muss ich jetzt weitermachen. Ach siehste, hier sind die. Hier sind die Woodframes. Ja gut. Muss wohl noch mal hinkommen, ne? Ja, für nächstes Mal nehme ich mir Woodframes und auch noch die Bäume mit. Jetzt hast du aber wieder Glück gehabt, dass du dir nichts getan hast. Ne? Ja, sicher. Da hast du wieder Glück gehabt. So einfach machst du dir das, ne? Dass ich so richtig spielen kann. Das kommt dir nicht im Sinn. Du bist sechsmal gestorben. Das ist nicht richtig. Ich bin sechsmal gestorben, weil du da so blöde gesagt hast. Das machen, ich soll das machen, nicht das, was ich gemacht habe.
Ich meine, du hast Zeit genug für deine Brücke gehabt. Und ich meine, das war gar nicht verkehrt, dass wir zum Krankenhaus gegangen sind. Ja, du meinst, aber Busilini ist meiner Meinung. Ja, sicher. Du bist auch so eine Meinung, Dor. Ja, so sieht's aus. Und jetzt rennst du hier hin und her, anstelle an deiner Hütte weiterzumachen. An meiner Hütte mache ich schon weiter. Die wird auf jeden Fall fertig, das Polizeipräsidium. Ich muss das nur noch richtig absichern. Ja, du musst das nur noch richtig absichern, ist klar. Das ist immer alles bei dir. Ich muss nur noch. Du machst denn da jetzt rein? Du bist doch voll des überkannten Unterlippen. Hast du noch nie gehört, dass Frauen ein bisschen neugierig sind? Da ist ja völlig neu, ne? Dass Frauen überall reingucken müssen. Ja, du weißt doch, ich hab gar nicht Frauen. Ja. Siehst du, dann kannst du das ja vielleicht gar nicht wissen. Ja, ich weiß das ja gut. Weil, ich sowas kenne. Deswegen lebe ich auch mit alleine. Ja. Du lebst alleine, weil du keine abkriegst. Ja, sicher. Erzähl noch mehr von zu Hause, denn du kriegst keinen ab. Schon gar nicht, wenn du so aggressiv vorgehst. Ich bin nicht aggressiv. Ich sag nur, dass du Schuld hast. Und du tust so, als wenn ich nicht spielen könnte. So sieht das aus. Es ist keine Aggressivität. Du sagst, das ist Wahrheit. Deine Wahrheit vielleicht, aber meine ist das nicht. Moment. 837 Zombie-Kills hast du doch noch gar nicht erreicht. Ja, ich habe auch noch keine 6 Tode erreicht, du. Ja. Wenn du mich da hier irgendwo fertig machst und sagst immer, was ich machen soll und dann ist immer alles falsch, dann hast du gar keine Schuld. Das ist klar. Das ist klar bei dir. Nee, Zwergenschelte. Für so kleingeistig habe ich ihn nie gehalten. Was ist denn dein kleingeistig? Ja, alles schon von dir auf angeschrieben. Das ist kleingeistig. Ja, sicher, klar. Und du schiebst auch gar nicht die Schuld auf die Funkins, ne? Du bist hier völlig, hier mal Spur. Du müsstest das Schwein auch unbedingt holen, obwohl ich gesagt habe, sei vorsichtig, lass das lieber. Das Schwein konnte ich nicht liegen lassen. Ja, und dann bist du das erste Mal gestorben. Das war gar nicht meine Schuld. Die Brücke war soweit sicher, wenn du nicht da irgendwelche Experimente gemacht hättest. Die Zombies haben 24 Uhr zu sparen und nicht um 18. Das ist auch nicht schuld von dir und den Verfangenen. Ja, sicher. Du kannst dich gar nicht mehr auf richtig alles neu einstellen. So sieht das aus. Du bist schon so eingefahren in deiner Meckerei, dass gar nichts anderes klappen kann. Außer bei dir meckern. Mehr bleibt dir. Ja, klar. Meckern. Du musst erst mal gucken, ob dein Herz noch so funktioniert. Da, diese schön läuft das. So, zack. Dann mache ich das noch hier und dann mache ich von hier aus bis nach oben auf dem Dach irgendwie. Ja, sicher irgendwie. Ja. Hier die Treppe reiße ich noch ab. Und dann gehe ich da hier hoch mit dem Tunnel bis ganz oben auf das Dach. Und hier um die Ecke muss ich dann noch laufen und dann mache ich da irgendwie sowas. Ja klar, dann machst du alles irgendwie sowas, klar. So. Hast du dich jetzt wieder eingekriegt? Nee, da kann ich mich gar nicht drüber einkriegen, dass du mich hier so hast sterben lassen, Zwergenschätze. Da kann ich mich gar nicht drüber einkriegen. Du bist so eine Sauerei von mir und dann so ganz stick umdrehen, als wenn du gar nichts Schuld hast. Das habe ich gerne, doch. Ja, sicher, ich mal wieder. Na klar, wer denn sonst meinst du vielleicht? Ich? Was heißt die L? Also ich meine, Siehst du, da habe ich schon 76 jetzt. So funktioniert das. So werde ich schneller voll. Und was ist, wenn ich jetzt einen Zombie haut und du hast keine Bühne mehr da? Ich habe die 3 Bieter. Den Rest besorge ich mir noch. Pass mal auf, wie das geht. 3 Bieter habe ich und dann geht das alles. Ja, klar. So. Erstmal ein bisschen leer machen hier. Den Bier weg. Den Alk weg. Und die Eier noch hier rein. Ich weiß nicht, ob das passt. Ja, passt, siehste, kannst du wieder nicht rechnen. Klar. War mir klar, Zwergenschenke, war mir klar. So. Jetzt nochmal hier hin. Da packen wir dann noch hier den Lehm rein. Und die Gartenhake. Und, Moment. Die Steine.
So, raus, 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 hoch, raus, 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 raus. Ich muss wissen, wo das Ding runterkommt. Ich muss wissen, ich muss das sofort jetzt sehen hier. Moment. Schon wieder nix. Die wollen mich doch wohl veralbern. Guck mal, da ist nicht ein Abwurf, nicht ein Abwurf hier. Jetzt wende ich erstmal hinter das Haus und guck dich da um. Ja, da ist auch nichts, siehste? Gar nichts haben die abgeworfen. Das ist dumme Läubelei, was die hier machen. Sehe ich nicht anders, aber wenn du jetzt sagst, dann stimmt das. Guck, da ist nichts, nichts am ganzen Himmel zu sehen hier. Ich glaube, die oberen Fenster mache ich auch zu. Musst du wissen, du hast ja die ganzen Dinger geholt jetzt. Da ist nichts, nichts, nichts. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Beim ersten Mal hast du, ja, immerhin was Gutes gefunden. Ja, die Sniper, die jetzt kaputt ist. Ja, kannst ja mal gucken, was dran ist. Moment, meinst du, das geht? Du brauchst sie bloß ins Backpack legen. Du darfst sie nur nicht rausnehmen, weil du nur die zusammenbauen kannst. Wer, die geht mir kaputt, Zwergenschild? Wer, die geht mir kaputt? Bin ich dann auch schon wieder schuld? Ja, du sagst doch jetzt wieder, ich soll mir die angucken. Da muss irgendein Teil drin schlecht sein. Da bin ich fast von überzeugt. Moment. Sniper, hier ist er nicht. Und den Helm, den kannst du auch rausnehmen. Warum? Ja, wenn du in den Medien gehst, musst du den Helm bei haben. Wo ist die Sniper? Nicht da. Wo hab ich die hingelegt? Um Gottes Willen. Wo ist mein Schmuckstück? Da draußen im Auto. Gibt's doch wohl nicht. Die ist weg. Wenn die nicht im Auto ist, dann guckst du alle Filme nochmal nach, wo meine Sniper ist. Mehr sag ich dir nicht. Ja, sicher. Ich muss nachgucken. Guck doch selber nach, du. Oder erinnere dich besser. Ich denke, du hast so ein gutes Erinnerungsvermögen. Ich bin alter Mann. Ich darf... Ja, guck, da ist sie doch. Da ist sie doch. Sag ich doch. Die ist nicht weg. So, und wo soll ich jetzt reinlegen? Ja, da, wo Kraft steht. Moment. Geht nicht. Doch, geht. Also, das Ding ist schon mal komplett kaputt. Ich glaube, das ist auch das, was schade ist. So, jetzt habe ich zwei blaue Teile, ein Dingsteil und hier einen Stock ganz kaputt. Ja, da muss er irgendwie was machen, irgendwann mal. Ja, klar, irgendwie was, irgendwann mal. Das ist auch wieder deine genaue Ausdrucksweise, doch. Irgendwie, irgendwann, irgendwann mal. Ja, klar. Ich bring die erstmal nach oben. Es ist in Sicherheit. Ja, im Auto hätte ich die auch nicht liegen lassen. Wenn hier so viele Zombies rumlaufen und die könnten ja klauen. Ja, ja, sag ich nur. Da muss ich warten, bis ich Sniper-Teile habe. Also wenn du nicht so meckern würdest, ne? Ja, was ist denn dann? Dann würde ich dir einfach vorschlagen, geh doch mal in Richtung... Moment, ich zeige dir das auf der Karte. Ja, ist gut, zeig ich mal. Darfst mal ausnahmsweise die Map offen machen. So. Guck mal, da ist das, was da ist. Hier ungefähr ist irgendwo ein Militärcamp. Hier im Schnee muss irgendwo ein Militärcamp sein. Und ich meine, ich habe noch eins in irgendeinem Biom gesehen, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Ja, und du meinst, da soll ich jetzt hingehen, oder was? Ja, wäre doch nicht schlecht. Zeig 10 Tour. Ja, wäre nicht schlecht, klar. Ich werde hier... Was soll ich denn wohl am Militärcamp holen? Ja, da gibt's doch diese... Na, wie heißen die? Diese Teile, diese Boxen, wo hier, Moment, hier diese Kisten da. Was für Kisten? Munitionsbox? Ja. Ja, da ist auch nichts Vernünftiges drin, hast du doch gesehen. Ja, und da gibt's Treten. Ja, klar. Ich hab hier lächerliche, Moment, hab ich gleich, wo. Ich hab hier lächerliche 76 Wellnis. Du wolltest mich wieder irgendwo hinschicken, wo ich sterben kann. So sieht das nämlich aus, Zwergenschelte, mit dir. Das ist das, was wir immer sagen, wenn du Schuld hast. Wie, wenn ich Schuld habe? Ja, wenn ich jetzt zu dem Kämpchen gehe und in so eine Tretmühle latsche, dann bin ich tot. Dann habe ich nur noch 66%. Da hätte ich ja genauso gut die
die Brücke fertig machen können. Ja, ich hab's dir ja nur gesagt, treten ihn liegen da, weil die da liegen und wenn du zu müde bist auf so einen treten in den Latsch, dann ist das nicht mein Bier. Ja, klar, ist nicht dein Bier. Wenn ich sterbe, ist das sehr wohl dein Bier, du. Hast ja gesehen, du hast an allen meinen Toten eine ganz große Mitschuld. Hab ich nicht. Doch, hast du. Moment, guck mal zurück, ich will aber sehen. Eine ganz große Mitschuld hast du. Das sehe ich völlig anders, habe ich nicht. Und ist ja auch gar nicht anders, dass du meinst, ich hätte da eine. Und ich fühle mich. Siehst du schon wieder ein, generiert. Was? Ein Wellnesspunkt. Alles nur, weil ich die Pille genommen habe. Also ist das ganz bestimmt nicht Frühling, sagst du? Nee, das ist ganz bestimmt kein Frühling. Moment, da habe ich die. So. Wollt ihr jetzt mit dem ist? Ja, ich hab doch gesagt, ich sichere die Schule ein bisschen ab. Weil halt mein Notausgang da reinkommt. Jetzt hast du immer noch keine Fackeln bei. Ja, kannst du mich nicht mal oben dran erinnern? Jetzt setze ich die Mütze auf. Was für eine Mütze? Den Bauarbeiterhelm. Du bist auf dem Fertigen, du. Da kannst du nicht wissen, wie du das nicht mal sagen, wenn ich da stehe und da denke, dass ich mich setzen könnte. Ja, klar. Ich muss dich an alles erinnern. Du wolltest spielen, ich bin derjenige, der immer Schuld hat hier. Ja, so sieht's aus. Genau so ist das. Und wenn du jetzt noch deinen Kopf vergisst, was mache ich dann? Dann kann ich nicht spielen, Zwergenschilde. Ich vergiss den schon nicht, der ist angewachsen. Ja, dann ist ja gut, dass der angewachsen ist. Dann ist das wenigstens nicht meine Schuld, wenn er dir verloren hat. Ja. Mein Kopf hat 6-mal verloren, 5-mal nur wegen dir. Also jetzt mal ganz endgültig. Ich habe keine Schuld an deinen Ton, du spielst selber. Ja, sicher, mich in die gefährlichste Ecke hinschicken und Zeitraum und dann sagen, du hättest keine Schuld. Das habe ich gerne doch. Ja, dann ist ja gut, wenn du das gerne hast und ich habe das gerne, dann haben wir das beide gerne. Jetzt werd mal hier nicht sarkastisch, ja? Du Regierführer, du. Ja, sicher. Ich bin sie schon bei euch. So, Moment. Achso, Moment. Zu. So, hier kommen sie nicht mehr rein. Siehst du? Ja, durch die nicht, aber durch die Fenster vielleicht noch und alles. Da ist auch noch einer. Moment. Wo ist der? Oben irgendwo. Meinst du? Ich weiß nicht. Hört sich so an. Siehst du, wird immer lauter hier. Wolltest du ihn erst wegmachen? Ja, mach hier erst weg. Der versteckt sich, der Feigling. Hört sich an wie Mädchen. Ja gut, Mädchen verstecken sich immer. Jetzt ist er ruhig. Komm. Jetzt sag nur noch, komm ans Kommen, du. Moment. Hört sich auf dem Dach an. Meinst du, auf dem Dach? Ja, hört sich von oben an. Meinst du, der prügelt sich nicht durch? Nee, meine ich nicht. Der prügelt sich nicht durch. Kann der gar nicht. Warum kann er das nicht? Weil er ganz schwach ist. Ganz bestimmt ein schwacher Zombie. Ja, und dann lässt du ihn einfach durch da oben. Ja, den lasse ich einfach so da oben. Der stört mich da oben nicht. Der kann mich da oben nicht fressen. Der kann da in aller Ruhe verhungern. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob er das tut, doch. Siehst du, da ist schon eine Leiter. Moment, wenn er dich so stört, Zwergenschelte. Nö, das ist kein Zombie. Ist auch keiner.
Ui, guck mal, was der dabei hatte. Ist gut, dass ich aufs Dach gegangen bin, du. Ja, ich denke auch, das ist sehr gut. Nur das Glas. Nicht die Mütze. Warum nicht die Mütze? Ja, weil die nur Platz wegnimmt. Vielleicht hat er die anderen Teile von so... Nee, der hat gar nichts. Die anderen Teile von was? Ja, vom Revolver, Zwergenschilde, vom Revolver. Der ist auch nicht so schlecht. Hast du eigentlich schon das Revolverbuch? Boah, guck mal, in lila. Hast du eigentlich schon das Revolverbuch gefunden? Ich weiß das jetzt nicht mehr. Werden wir dann ja sehen. Wasser. Eine halbe Stunde ist rum, du. Ja, ich bin ja auch sofort gleich erstmal hier. Muss ich eben noch was gucken. Das funktioniert schon wieder. Ja, wo der Ausgang, der Abgang ist. Was, sie hat nicht gemerkt? Doch, hier ist er. Habe ich doch sofort gefunden. Siehst du? So, jetzt ist aber gut. Jetzt machst du Pause. Jetzt machst du Pause. Jetzt gucke ich erst noch mal die Küche durch. Siehst du? Das Wasser wäre schlecht geworden. Bis gleich. Bis morgen, wenn du wieder meinst, dass ich spielen darf. Guck mal, du bist die Einzige, die hier täglich spielt. Für mich nehme ich alle 4 Folgen an einem Tag auf, damit die Woche umgeht. Ja, 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 klar. Klar, klar. Ja, das ist so. Das macht nichts. Aber bei mir muss up to date sein. Das ist richtig. Bei mir muss immer sofort am gleichen Tag. Das finde ich voll gut. Warum? Ja, weil du mir dann die Aufmerksamkeit zukommen lässt, die ich verdient habe. Ja, ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendwelche Aufmerksamkeit verdient hast, du. Ja, hab ich wohl, hab ich wohl. Da kannst du dich drauf verlassen, du. Guck, da steht er, der Schreihals. Es war noch irgendwo einer, du. Da, schon wieder ein Hitpoint, siehste? Blöder Lehrer. Guck mal, so gehe ich mit Lehrern um. Das war ein Zombie. Ja, aber vielleicht war er früher mal Lehrer. Ja, klar. So. Du musst jetzt nicht ignorieren, dass wir gerade hier den Wecker gestellt haben, dass der geklingelt hat. Ignoriere ich ja gar nicht. Ich schinde bloß Zeit mal wieder. Muss sein jetzt. Das muss gar nicht sein, das sehe ich gar nicht ein. Und, du machst jetzt Schluss. Ja, ich gehe nur noch bei dem einen Zombie dann hier gucken. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei dem schuldigen Zwergenschelter auf dem Kanal. Und, ich sag dann erstmal Tschüssi. Jau, jau, jau. Ich hab das letzte Wort, Zwergenschelte. Ich sag Tschüssi und du hältst dich dann ganz geschlossen. So. Hast du das verstanden? Ja, ich hoffe. Tschüssi.